Kuckuck und Prost. Und Prost. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder, da ist er wieder. Herzlich willkommen. Warte, warte. Bei einer neuen Runde Jack zockt The Witcher. Eins. Kopieren. So, das machen wir mal so. So, wir haben ja noch ein paar Minütchen. Wir haben noch 5 Minuten an der Zahl. Jo, ja, komm hier. Jo, dann kann es losgehen. Aber erstmal müssen wir unser Tun hier wieder bei Discord verbreiten. Jack Live. Ja, ist richtig. Jo, zack, hier rein. Einfügen, ja. Ja. Und? Ja. Muss auch gucken, ob es direkt mal diesen Witcher Discord oder sowas gibt. Jo. Na gut. Dann, was blinkt denn das Ding schon wieder? Es geht schon wieder gut los heute hier. Ja. Jo. Das ist schön. Jo. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich loslegen. Können wir das Ding schon mal starten hier? Haben wir jetzt auch irgendwas vergessen? Ich hoffe mal nicht. Jo. Dann The Witcher Enhanced Edition spulen. Jo. Wir warten aber bis 20:15 Uhr, bis wir hier loslegen. Jo, läuft. So. Bis wir lostrampeln. Besser zu früh als zu spät. Und wir sind ja gestern an den Punkt gekommen, wo wir jetzt sagen könnten, hier, Triss, führe uns an deine zauberhaften Händen ins nächste Kapitel. Jo, warte. Autosave, das hier. Ja. Bitte einmal loaden. So. Sollten wir das dritte Kapitel schon abgeschlossen haben, das wäre natürlich nice. Krasse Musik. So, Glashaustür. Es regnet heftig. Ja, ist das so? So, wir warten jetzt noch mit dem Geralt hier, mit König Robert dem Vierten. Das wird matschig. Verdammtes Wetter. Jo, wir können jetzt schon mal das Questlog noch mal kurz durchgucken. Bevor wir hier irgendwas machen. Jo, Spiel der Macht. Ich kann hier nicht, warum?
Orchestervertrag. Der Gefängniswärter bezahlt für 3 Flaschen Orchester. Das Problem ist, das können wir noch nicht ausnehmen, oder? Das sind diese Giftviecher in dem Sumpf. So, Echinops-Vertrag. Nee, Quatsch, warte. Wir können jetzt mal schon verbündet, bezahlt er eben 3 Flächen Orchester. Das, warte mal. Was ist hier was? Ich begreife das immer noch nicht. Echinops Wurzelstöcke, das sind die vier Schlingpflanzen. Ja, wir haben nur noch vier Verträge hier offen. Kikimore-Vertrag. Brauchen wir wieder einen Bestariums-Eintrag. Die Klauen, ich meine, die Platz zu machen, ist letztendlich weniger das Problem. Mehr Probleme habe ich hiermit. Mit den Vivern. Alles andere geht noch irgendwo, aber die Vivern, die sind ekelhaft. Chief! Ich grüße dich! Immer bereit! Du treibst mit Ziegen? Ja. Ja, das halte ich für ein Gerücht. Immer bereit. So, weißt du, was das bedeutet? Wenn du dich damit befasst, weißt du, was das bedeutet. Wie gesagt, die Verträge, die wären schon schön, wenn wir die erfüllen könnten. Wir brauchen Gold. Würfelspiel kann mich mal. Würfel tun wir nicht, können wir nicht, geht nicht. So, Geheimnisse der Hexer. Können wir hier... Ich muss noch bis ich eine Spur wiedergefunden habe. Das können wir jetzt nicht, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Gesucht. Larry Warden bot an mir gegen die Salamandra. Wir warten immer noch auf seinen nächsten Zug. Okay, ich glaube nicht, dass ich jedes Ungeheuer den Tod verdient hat. Werwolf Vincent hätte mich nicht durch die Hände deines Hexers sterben sollen. Das gilt aber nicht für die Dreckskerle, die ich jage. Hä? Unverziehen. Das ist das, was uns wahrscheinlich ins nächste Kapitel führt. Und so näher rücken wir natürlich immer hier The Witcher 2 und dann natürlich The Witcher 3. Ist ganz klar. So, wie immer gleich das. Spiel der Macht. Auf diese Weise. Ja, das ist eigentlich jetzt noch. Wir haben jetzt noch die 4 Verträge. Und die beiden. Und das Ding hier. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ungeheuer jagen. Das Hexer, das gilt aber nicht für die Dreckskerle, die ich jage. Das Hexer alle Ungeheuer ohne Ausnahme töten. Und dass der Kodex der Hexer nur eine Legende ist. Vielleicht ist es ja wahr, aber ich kann zwischen Mensch und einem Ungeheuer und den Ungeheuer einem Menschen unterscheiden. Können wir nochmal mit dem Vincent reden? So. Okay. Alle sind nass. Ja, alle sind nass und ich bin geil! Jo. Wir gehen mal. Vom Regen in die Traufe, in die Flut ist die Ja, du kannst. Ja. Mach mal. Jo. Wir flitzen erst nochmal. Diesen Bestarium. Mit der Bestarium-Scheiße jedes Mal. Gab's denn nicht irgendwo einen Buchhändler? Aber dem hatte ich schon geguckt wegen dem Ganzen, oder? Buchhändler, da war der hier irgendwo. Schmied, Waffenhändler, Buchhändler. Wir gehen mal nochmal zu dem Buchhändler, obwohl ich bei dem schon gucken war. Es sollte doch nicht regnen. Deshalb müssen wir das ganze Geld ausgeben, was wir verdienen würden. Durch den... Ich hab die Wäsche draußen. Vertrag. Das ist das Bedauerliche an der Sache. Hast du mir einen Wolf gebrochen? Großhändler. Verdammte Kaufmannszunft. Ja. Wo ist jetzt der Buchhändler? Perfekt. Ah ja, das ist ein ordentlicher. Wie kann ich helfen? Ach, das bist du. Müllers Kuh. Hä? Ich hab den ganzen Scheiß doch verklingelt. An dich. Ich hab das doch auch gespeichert. Das Problem ist 60, ein Goldring, 60, seid ihr irre? Wertsache. 40, das sind die Wertsache. Wir kommen hier nicht auf 6000, das ist furchtbar. 50.
Plus 95 ist 140. Macht 240. Macht 40. 360 macht 510. Wir könnten doch 510 hier auf oben drauf kriegen. Jo, wenn wir die ganzen Ringe verscherbeln. Das Problem ist nur. Was haben wir hier? Edelfrau. Was? Oh, Scheiße. Exotische Waren aus Serikanien, nach Wurzeln duftend. Ja, ja, ja. So, was hast du hier? Ein Herbarium, Herbarium des Destruiden. Ein Herbarium, bla 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 bla. Ja, du kannst mir auch mal an die Füße fassen. Jo. Noch ein Händler. Stadtmusikant. Nicht stören. Mein Bruder hat seinen gesamten Besitz in Ordnung gespielt. Ja, 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 ja. Jo. Das ist bedauerlich. Ich weiß auch nicht, ob der Buchhändler im Tempelbezirk neue Ware hat. Ich hab die Wäsche zum Trocknen. Wir müssen auch mal, jedenfalls müssten wir noch mal alle Händler, alle Häuser durchplündern. Ob irgendwo vielleicht nicht doch das Buch dabei ist, was mir hilft. Ja, ja. So, warte mal. Nee. Es zieht ein Sturm auf. Könige der Nacht. Ja, ja. Können wir uns hier eine Hure kaufen? Wohlhabender Kaufmann. Für Gold bekommt man heutzutage alles. Harte Arbeit muss belohnt werden. So. Von deiner Sorte rennen ja auch eine ganze Menge rum. Ja. Was? Wir bedienen nur die Oberschicht, Süßer. Na, eine von euch hat mich aber schon bedient. Braucht man eine Pause? Du brauchst keine Pause. Viele Kunden heute. Ja. Das müsste verboten werden. Für das gemeine Volk. Wie, was? Ich verbiete dir auch gleich mit mir zu reden. Bis morgen. Blauäugiges Mädel. Ja. Wieso immer noch die blauen Augen, aber okay. Ich würde gerne den Abend mit euch verbringen. Ach nee, das kostet mir wieder so zu viel. Nichts für ungut. Gebt auf euch Acht. Dann suchen wir lieber eine gratis eine irgendwo. Wir brauchen dafür nicht zu bezahlen. Nee. Wir gehen. Wo wollte ich jetzt hin? So muss wenigstens der Garten nicht gegossen werden. Tempelbezirk Tor, genau. So, wir speichern aber mal. Ich spiele speichert. Ja. Ich bin müde. Dieser Vincent, der ist ja hier nirgendwo mehr. Oder ist er jetzt bei seiner Eulen? Bei seiner Lammfrom Freudenfrau. Wir gehen erstmal hier hinter zum Buchhändler. Weil ohne das Pistarium brauchen wir nicht in den Sumpf gehen und die Viecher da abschlachten. Es geht mir jetzt eigentlich hier wirklich, so stark, dass ich nicht sehe. Wirklich nur noch um diese Verträge hier. Erwartet eine Flut. Halt. Da war der Buchhändler. Zahin Schmerz. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Zwerg. Keine Schmerzen in den Zähnen? Schmerz. Zahin. Von Beruf Zahnarzt. Geralt von Riva. Hexer. Natürlich. Oh, Hexer töten Ungeheuer. Korrekt? Im Allgemeinen ja. Auch Zahnärzte, aber eher selten. Ich bin nämlich Sammler. Ich sammle Zähne. Was? Sucht ihr noch Zähne? Natürlich. Je seltener, desto besser. Ich zahle.
Was hast du denn jetzt? Ja. Ja. Ich halte danach Ausschau. Vergesst nicht, es müssen keine Ungeheuerzähne sein. Ich bevorzuge einzigartige Exemplare, hinter denen eine Geschichte steckt. Ich will gerne deine, was? Verfluchtes Wetter. Da haben wir noch einen Auftrag angenommen, na klasse. Das Verbrechen nimmt Überhand und die Stadtwache gafft den Weibern hinterher. Was für ein Wolken! Tja. So eine scheiß Stadtwache, hä? Was wollt ihr? Ja, warte, hier handeln. Aber wie gesagt, hat Bestarium Werk Anti-Hexer-Pamphlet bereits gelesen. Ich habe sowieso schon alles gelesen, was der einstecken hat, oder? Bereits gelesen. Ein Lehrbuch über Flüche. Bereits gelesen. Er schreibt Pflanzen, die in Sümpfen wachsen. Wie ist diese Pflanzen zu bestimmen? Ein Buch. Buch die von Informationen. Herbarium. Oh, Sumpfungeheuer. Bereits gelesen. Er schreibt Errungenschaften. Enthält außerdem Formel für Bombe. Ja. Das ist gerade tierische Scheiße. Bestarium Ungeheuer. Hund. Al-Ghul. Vorkommen. Immune Taktik. Bargist. Was? Basilisk. Blutzucker. Sümpfe marschieren. Immunität. Geringe Resistenz gegen Lähmungserscheinungen. Anfälligkeit empfindlich gegen Silber und Feuer. Ja, hier könnte man natürlich sehen, wie mit was wir gegen die kämpfen könnten. Na klar. Ein sterbender Blutzucker explodiert und lässt Asche auf seine Gegner regnen. Ein geschickter Hexer kann das Monster töten und der Explosion ausweichen. Erscheinung. Jo, ertrunkene Tote. Immun. Immunität, immun gegen Gift, Resistenz gegen Lähmungsversuche. Okay, also den müssen wir mit Feuer bekämpfen und mit dem Silberschwert. Jo, Taktik, Anfälligkeit, empfindlich gegen Silber und anfällig gegen Niederschlagversuche. Der schnelle Kampfstil ist am wirkungsvollsten. Ertrunkener. Jo, cool. Gegen Silber und in den der starke Kampfstil ist besonders wirkungsvoll. Jo. Anfälligkeit, das lese ich jetzt erst nach 45 Spielstunden. Anfällig gegen Silber. Weil Öl. Der starke Kampfstil ist gegen starke Königswivern. Anfälligkeit. Empfindlich gegen Silber und Ornithosaurusöl. Dann sollen wir Ornithosaurusöl herbekommen. Mittagserscheinung. Noch nie gesehen. Verschlinger, auch noch nie gesehen. An sowas würde ich mich erinnern. Wilde Jagd, Wild Hunt. Taktik, Anfälligkeit. Es ist was auch immer das ist. Es ist nicht bekannt, wie man die wilde Jagd bekämpfen kann. Wolf. Vivern, nicht gegen Silber und Ornithosaurus Öl. Ja. Wir haben aber. Ich meine, die könnten wir holen. Die hier. Warte, wo sind sie? Die Dinger. Ist ein groteskes Ungeheuer aus den Sümpfen. Verbreitet Angst und Schrecken unter den Bauern. Es spritzt Verdauungssäfte ohne offene Wunden. Ja, warte. Nur Bestien. Achso, nee. Alle. Ja. Nee, wir müssen Al-Ghule. Ach nee, Quests. Gimore-Vertrag.
Kennen wir überhaupt noch nicht, haben wir nicht drin stehen. Echinops. Wurzelstöcke haben wir auch nicht. Das sind doch die kleinen, oder? Die Dinger. Verkündet. Spiel der Macht. So, warte mal. Was war das jetzt hier? Was hat der uns jetzt gesagt? Geheimnis der Hexer? Überhaupt nicht wehtun. Er hat Interesse an allen Zähnen, die ich finde. Natürlich interessiert es für die Zähne von der Ungeheuer. Ja. Wir gehen jetzt noch mal. Es gießt wie aus Eimern. Ja, ja. In Sumpf. Ne, Quatsch, wir gehen hier rüber. Wir gehen über den Teleporter. Und da holen wir uns noch mal hier die Kleiner, die Giftigen da. Wer weint da so in den Wolken? Und dann. Wie gesagt, ich finde die Bücher für das andere nicht. Man könnte wirklich hier alles ausplündern, was wir hier noch an Häusern haben. Wo geht's hier eigentlich hin? Keine Ahnung. Nee, wir sind schon viel zu weit. Ach, wann hat dieser Regen endlich ein Ende? Keine Ahnung, wenn die Sonne scheint. Hier. Rein da. Weil die sollten ja nicht schwer zu finden sein, diese Giftviecher. Die gehen uns ja die ganze Zeit schon auf den Sack im Sumpf. Das ist ausweichen, wenn die verrecken, das ist immer das. Holztruhe. Mysterium Sumpfungeheuer. Bereits gelesen, verdammte Scheiße. Ein Stargate. Trislabor. Turm im Sumpf. Ja, mach mal. Alle Verträge machen wir jetzt. Keine Ahnung. Könntest du mir irgendwas verkaufen? Zeigt mir ihre Waren. Liefert Informationen über Substanzen, über Geister, Mittagserscheinungen. Über Ornithosauren. Liefert über Gorgo. Bereits gelesen. Und das beschreibt die Grundregeln. Nee. Das ist alles Mist. Mach mal auf hier. Mach auf! Lass mich raus hier. Speichern, die durften ja nicht lange auf sich warten lassen. Nein, du doch nicht. Jetzt wollen wir einmal so eine Gestalt haben und da kommt keiner. Da vorne. Feuer. Können das irgendwie nicht ausnehmen, was ja das sind die nicht. Ein Chester. So. Hä? Die Schlingpflanzen. Was sind das, nur die Echinops oder die Die Dinger kennen wir überhaupt noch nicht. Natürlich kommt das zweite gleich hinterher, ja.
Was ist dann? Hau doch endlich mal wieder zu. Ja, danke schön. Nanu? Kannst du dich nicht ausnehmen? Quatsch. Komm. Wo war jetzt der Weg? Hier hinten. Nee. Wo war jetzt der Eingang zum Turm? Was? Wo war doch hier hinten? Ja, ich weiß, das ist die. Hä? Oder hier lang? Auf jeden Fall von einem Holzsteg gekommen. Ja, lauf weiter. Ja, komm mit, nimm mit. Nee, da würde ich jetzt weitergehen. Würde ich das mit Triss und sowas machen jetzt. Wir können allerhöchstens nochmal mit dem versuchen, den Vincent anzusprechen. Nanu? Oh Junge! Ja, komm. Nee. Hier. Ausgang. Da. Halt. Hier war auch nichts drin, oder? Nö. Kleiderschrank. Auch nichts. Nee, komm. Raus aus dem Haus. Aus die Maus und raus aus dem Haus. So. Da entlang. Tür zum Schmied. Dem können wir aber auch nichts mehr großartig verklingeln hier, oder? Händler. Was? Zeigt mir euer... Herr Chiba. Ja, hier, das Ding. 5000 nur? Erlittener Schaden. Wir speichern das mal ab. Was? Zeigt mir euer Herr Chibai. Das Problem ist bloß. Scheiße. Wir müssen jetzt noch mal zu dem die Ringe verkaufen gehen, damit wir die mitnehmen können hier. Scheiße. Wir bleiben über 6000. Wo ist hier dieser Edelsteinhändler da? Was will ich sagen? Wer weint da so in den Wolken? War das der hier? Es zieht ein Sturm auf. Was kann. Jo, zeig mir deine Waren. 120. Ja. Ja, machen wir. Komm. Meinetwegen kann die ganze Stadt ertragen. Kaufen wir uns jetzt eine Rüstung. Ich weiß nicht, ob das am Ende dieselbe ist, die wir jetzt haben. Wo sehen wir das überhaupt? Warte mal, ich
speichere nochmal. Wo sehen wir das überhaupt, die Werte von der Rüstung? Nietenbesetzte Lederjacke. Erlittener Schaden minus 5. Oh. Wie gesagt, mal gucken wir mal, was das Teil hergibt, was der dort zu verkaufen hat. Mit der Rüstung. Erlittener Schaden minus 5. Jo. Das ist ja noch das allererste Ding, was wir hatten. Als allererstes hatten wir dieses Hemd. Dieses komische, was er da anhatte, ganz am Anfang. Und dann hatten wir das Ding hier gekriegt. Jo. Ist natürlich jetzt nicht original. Jo. Zeigt mir eure Waren. Herr Chibai sagt, ihr seid gut. Ja, hör auf zu quaken. So. Rüstung. Erlittener Schaden minus 50. Schmerzresistenz plus 10. Blutresistenz plus 10. Einäschern. Exzellente Lederjacke. Es klingt auf jeden Fall schon mal besser. So. Nehmen wir mit. Jawohl, ja. Jetzt sind wir zwar unser ganzes Gold los, aber wir haben hier ein neues Jäckchen. No. Es ist doof, dass wir das nicht wie bei Gothic haben, dass wir die alte hier verkaufen können. No. Jetzt wollen wir uns die Karte mal ein bisschen angucken hier. Oder? Ja, so viel anders sieht es auch nicht aus, aber der hat ein Sturmband mit dazu. So. Okay. Na denn. Ja. Jo. Gucken wir mal. Rüstung. Ach so, das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Rüstung. Ja, okay. Abhängig. Schaden abhängig vom gewählten Kampfstil. Wir haben noch hier, was ist das eigentlich? Unbekannte Bombe. Wie setzen wir den Scheiß eigentlich ein? So, das Amulett ist für die unten hier im Keller für die. Was ist hier? Trophäenfach. Fach für Ungeheuer abgenommene Trophäen. Keine Ahnung. Nee. Aber die Königsivern, die konnten wir auch nicht ausnehmen, oder? Nee, warte mal. Wir haben das auch drin stehen hier. Gott. Ungeheuer. Königsvivern hatten wir doch hier drin stehen irgendwo. Hier. Alchemie, Toxin und. Sie stoßen auf ihre Gegner herab, um sie näher zu schlagen. Und sie mit Giftserum zu vergiften. Sind sie schlauer als gewöhnliche Vivern? Da ist schwerer zu besiegen. Empfindlich. Öl, was? Der Waldkauz. Weißer Honig. Fistig. Absolut. Aus Schmerzen. Schüler. Die Quellen. Haben wir irgendwas stehen über die Zeichen? Charaktere, Zutaten. Oh, Zutaten. Stimmt, Schwalbe. Hohlblut. Formeln. Donner, Katze, Schwalbe. Ja, dafür dauert der Effekt kurz. Toxitäten, Mittel, Zubereitung. Schwalbe, dieser Trank wird aus. Triol, Rebis, Äther, Effekt. Der Trank wird zu eher aus Zutaten gemacht, die insgesamt aus Victiol. Nur Äther anzeigen. Nur Rebis anzeigen. Warte. Formel, Schwalbe. Rebis. Victol.
Äther und Victoria. Carmen. Äther anzeigen. Und was war das andere, Victol? Was fehlt uns denn da immer? Das hier? Einen Maßäther und zwei Maß Rebes bestehen. Ein hochwertiger starker Alkohol muss als Grundstoff verwendet werden. Weil wir keinen starken Alkohol haben, warum? Substanzen. Warte mal. Wir gehen mal in den haarigen Bären. Wir wollten sowieso da drunter. Wegen mit dem Mais und mit dem Typen da von der Hure da nochmal sprechen, falls der dort unten irgendwo rumrennt. Ihr bringt nur Ärger. Ja, halt die Schnauze. Wann hat dieser Regen endlich ein Ende? Ist der jetzt irgendwo hier drin bei dir? Warte mal. Ja? Lebt wohl. Ja, mal rein hier. Edge. Du sollst dich das Schild anknabbern, du sollst hier reingehen. Kommode. Gelbe Rosen. Nee. Treppe nach oben. Aber wenn ich wüsste, wo der Kerl ist. Gesucht. Persönlichkeit. Unverziehen. Ja, Persönlichkeit. Ja. Keine Ahnung. Abgeschlossen. Ich will nicht schon wieder in den Sumpf trampeln. Wegen den Königsviewern. Jetzt haben wir eine bessere Rüstung an. Ein echter Wolkenbruch. Starker Alkohol. Gucken mal, was wir hier noch alles gebuckert haben. Verdammt. Ja, hör auf zu quaken. Starker Alkohol. Grundstoffe, Tränke. Ja. Schwarzpulver, Gänseschmalz, Nierenfett. Trauben. Wenig Alkohol. Nee, raus hier, wo ist die Tür? Ich finde die Tür nicht. Warte mal, was hat die Tür noch zu verklingeln? Habt ihr euch entschieden? Ja, gehen wir nach hinten. Starker Alkohol, Grundstoffe, Tränke, 20 jeweils, sind 8, machen 80. Ja, nimm mal. Macht 40. Starker Alkohol. 50, 30, das sind 150. Habe ich nicht mehr. Okay, egal. Jetzt will ich das mal probieren. Lass mal durch hier. Raus hier. Irgendwo war ja ein Lagerfeuer. Hier. Speichern. Wir haben bald Abend. Wieso können wir das immer noch nicht herstellen? Ich begreife das nicht.
Wir haben doch hier jeden... Hä? Waldkauz. Erhöht die Ausdauerregeneration. So, alchemistischer Grundstoff für Tränke. Müssen wir erst das machen? Alchemistische Zutat. Bestienleber. Weiße Myrte. Schwarzes Blut. Verwandelt das Blut des Trinkenden in Gift. Das Blut wird tödlich für Ungeheuer. Der Möwe, Waldkauz, schwarzes Blut. Könnten wir auch mal probieren. Schwalbe. Was ist das? Mutagener Trank ermöglicht die Raubtier Gewandtheit Ausbaustufe kaufen. Wolf. Erhöht die Chance auf einen kritischen Schaden. Schwarzes Blut haben wir jetzt. Schneesturm. Verbessert die Reflexe und die Reaktionszeit. Angriffe zu parieren. Machen wir auch mal. Ja. Grundstoff für Tränke. Sag das doch gleich. Dafür haben wir wahrscheinlich nicht die Zutaten. Mutagener Trank ermöglicht die Intelligenzausbaustufe. Geisteröl erhöht Giftresistenz. Klingt doch nicht schlecht, wenn wir gegen solche Viecher kämpfen. So. Ein Trank für Triss. Frauentränen. Hebt die Wirkung von Alkohol auf. Mutagener Trank gewährt ein Bronzetalent. Scheiße. Gut, okay. Meditieren eine Stunde. Gehen wir nochmal in den Sumpf? Wir würden mal bis Mittag machen. Komm hier. Dann würde ich das nochmal mit den Königsvivern tatsächlich ausprobieren. Schurke. Schurke. So ein doofes Spiel. So, da flitzen wir jetzt noch hoffentlich ein letztes Mal in den Sumpf. Bewegt euch! Klatschbase. Nö. Also Klatschbase. Auch nicht. Die sehen alle gleich aus. Eine Welt der Klone. Zwerg. Schreckliche Zeiten. Ja. So. Treppe nach unten. Hopp, mach. So. Turm im Sumpf. Ich bitte darum. Genau dort möchte ich hin. So, Kollege, lass mich mal durch hier. Lalalalalala. Lalalalalala.
So, wie kommen wir jetzt hier raus? Von diesem verdammten Turm weg. Ganz einfach, hier langlaufen. So, mich interessieren erstmal bloß die Königsvivern. So, dann müssen wir genau die andere Richtung. Was? Hä? Okay. Hier komme ich nicht durch, oder? Nö. Hä? Alter. Schau ab. Jetzt rennen wir wieder hier hinter. Ihr wollt mich wohl verarschen. Oh, ja. Und von hier aus dahinter zu den Vivern. Haut bloß ab. Ich habe keine Zeit für euch. Ah, da stehen noch die Golems. So, wir müssen hier irgendwo in der Ecke sein. Also euch kann ich bei so einer Aktion nicht unbedingt gebrauchen. Speichern mal. Geht wieder nicht. Oh ja, lock mich schön zu den Viechern rein, bevor ich speichern kann. Mensch! Hat man denn hier nie seine Ruhe? Was können wir jetzt alles saufen hier? Was haben wir hier gemacht? So, machen wir hier, komm. Trank, Katze. Also regeneriert augenblicklich ein paar, ja, ja. Erhöht die Ausdauerregeneration. Weißer Honig. Reduziert Toxizität. Also, Schwalbe würde ich mal saufen. Schwarzes Blut. Für ein Gift haben sie ja nichts gesagt, dass das irgendwie euch Ertrag gewährt. Jetzt können wir es speichern. Aber hier hatten wir noch irgendwas dabei, was hier uns hier schneller macht. Schwarzes Blut, weißer Honig. Erhöht Ausdauer.
starke Droge. Wir hatten doch was gemacht, damit wir hier schnellere Reaktionen, das ganze, den ganzen Plunder. Wo ist denn das? Verbessert Reflexe, das Ding hier. Genau. Ob uns das hier jetzt hilft, keine Ahnung. Würdest du bitte zuhauen? Und nicht erst, wenn er wieder steht. Schade, dass wir dieses Öl nicht dabei haben. Ach Mensch, halt doch noch mal ab, Mann. Was jetzt? Komm her! Ja, die hätten wir. So. Ich kann die aber nicht ausnehmen, solange die anderen da hier rumstehen. Ein beschissenes Spielsystem, ehrlich. Ich muss die erst platt machen. So, was haben wir hier? Vivan Fleisch? Ja, das wollte er ja haben. Vivan Ei, Toxin. Giftdrüsen. Jawohl. So. Kriegen wir das nochmal hin? Können wir einen anlocken? Ja, wenn der mal zuschlagen würde. Yeah.
Jawohl, ja. Ja. Speichern. So, wie viel haben wir noch? 2, 3. Wir warten aber erstmal, bis der sich erholt hat, der Kerl. So, wir haben jetzt Vivernfleisch. Wer wollte das haben? Das Vivernfleisch. Quests. Vivernvertrag. Ich muss 3% Vivernfleisch für den Schankwirt besorgen. Okay. Da hätten wir den Vertrag dann auch erfüllt. So, Kikimore, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, wir machen jetzt noch die Vivern. Können wir das mit der Power riskieren? Ich meine, wenn wir uns nicht treffen lassen, dann geht das. Oh, Königsviver. Ja, das Vieh kommt schon her. Ja, wie scheiße, wenn diese Spinnen wie uns sein nicht stören würde. Gar nicht erst hinzukommen lassen. Genau. So. Ja. Vivernvertrag. Hervorragend. So, wir holen uns die restlichen aber auch noch. Gibt es Erfahrungen? Jo. Wir sind doch noch zwei, oder? Oder was mit dem da? Der lebt noch, der eine. Aus dem Takt kommen. Jawohl, ja. So, na komm schon. So, speichern noch mal. So. Hm.
dass das stärker ist, das sieht größer aus. Okay. Überreste. Okay. Der Räuber reserviert. Ich muss den Beweis dafür. Was? Ich muss den Beweis dafür, dass ich den Vivan getötet habe, zum königlichen Jägersmann. Oh, kriegen wir auch noch ein bisschen Kohle hier, oder? Kann das sein? Jo. Okay. Weg von hier. So, wir hätten alle Vivern jetzt getötet, die hier friedlich im Dschungel gelebt, im Sumpf gelebt haben. Nein, mit euch will ich jetzt nicht spielen. Wo bin ich jetzt überhaupt? Wo renne ich jetzt hin? Da oben. Wir würden am besten wieder über den Turm. Da würde ich diesmal direkt zu Triss gehen. Ja. Oh, hau ab! Aber komme ich wieder nicht weiter. Leck mich doch am Arsch. Wo hier vorne lang gehen? Lauf doch mal. Lass mich bloß in Ruhe, kümmere dich hier um das Spinnenvieh dort. Ja klar. Sacke, das ist der reinste Irrgarten hier. Wir können ja nochmal zu dem Alten hier gehen, ob der noch irgendwas zu sagen, der Kannibale hier. Der Kannibalen-Opa. Hm? Ihr seht blass aus. Sei still, du Bastard. Genau, du Bastard. Raus hier. Nö. Speier mal. So, gehen wir hier weiter. Ich hoffe mal, wir kommen hier auch zum Turm. Oder hier hinten lang. Das gibt's ja nicht. Ja, ja. Genau. Cut machen. So, oder? Ja. So, Triss Labor, ja mach.
So, wir machen sofort weiter für YouTube. Bis zur nächsten Folge.